Moin moin und herzlich willkommen hier bei Frisbee Gaming. In der heutigen Folge wollen wir uns damit beschäftigen. Wenn ich neu anfangen würde, wie würde ich meine Köpfe investieren, um möglichst schnell 5 solide Openfield Merger hinzubekommen? Der Kommandant, in den ich zuerst investieren würde, wäre erneut wieder YSG. Warum ist dem so? Warum würde ich zuerst in YSG investieren? YSG ist so mega interessant, weil er euch nicht nur quasi hinter jedem Marsch weiterhelfen kann oder sehr, sehr flexibel einsetzbar, sondern er hilft euch auch gerade weiter am Anfang, wenn ihr sagt, okay, ich habe ein bisschen Zeit, die ich investieren kann und möchte mehr und mehr Booster erhalten. Könnt ihr damit einfach Barbaren Chain killen, in einer Kette killen und dann einfach damit mehr Booster machen mit der gleichen Anzahl IP. Das heißt, er bringt euch nicht nur im Kampf später weiter oder im Generellen, sondern auch im generellen Grown, im Entwickeln, im Wachsen. Also er bringt euch mehr Booster für den gleichen Einsatz. Ein sehr, sehr interessanter Kommandant, der am Anfang aber daher auch etwas mehr erfordert. Hier mal eine kleine Übersicht zu Yi Song-ji. Overall, man muss ihn meiner Meinung nach maxen. Das heißt, ihr müsst wirklich 690 Köpfe ab Anfang des Spiels investieren. Das kann etwas dauern, aber ihr werdet langfristig etwas davon haben. Er ist umsonst nicht der beliebteste Kommandant im Spiel, weil er wirklich sehr, sehr flexibel einsetzbar ist. Oben rechts habe ich euch die Pairing-Reihenfolge im Grunde genommen reingeschnitten. Das ist, wie sich das verändert. Also je nachdem, welche Kommandanten ihr habt, im darauffolgenden wechselt im Grunde genommen die Zuständigkeit von YSG, mit wem ihr ihn pairt. Den zweiten Kommandanten, den ich dann maxen würde, wäre Saladin. Warum fange ich jetzt nicht mit Guan Yu oder ähnlichem an? Also die Prozedur ist so, ich stelle mir vor, das neue Kingdom startet. Ich gehe und migriere in ein neues Kingdom, beziehungsweise ich fange in einem neuen Kingdom an und fange dort von null an zu spielen. Das heißt, natürlich ist YSG der erste Kommandant, der mit Richard zusammen rauskommt. Und danach kommt auch Saladin relativ zeitig nahe im Magis Governor. Ihn solltet ihr auf jeden Fall versuchen, schon mal freizuschalten, auch wenn ihr YSG noch nicht komplett abgeschlossen habt. Saladin solltet ihr dann auf 5-5-5-1 machen. Warum ist er in dem Fall so interessant? Er ist wie Yi Song-ji relativ flexibel einsetzbar. Ihr könnt ihn mit vielen verschiedenen Kommandanten spielen und er hat immer einen hohen Value. Des Weiteren gewährt er euch Eintritt in die Welt der Cavalry-Einheiten. Bei vielen Beginnern ist der Fehler, dass man sich erstmal auf eine Gattung spezialisieren will, aufgrund der Forschung. Aber gerade im Long Run ist es nicht mehr so wichtig und man stellt irgendwann fest, ah, hätte ich doch nochmal früher mit Cavalry-Einheiten angefangen. Daher sage ich euch, der zweite Kommandant, den ich neu machen würde, wäre Saladin mit 5551. Das wäre die Übersicht zu ihm. Skills wie erwähnt, insgesamt würde uns das 380 neue goldene Köpfe kosten. Wie schauen die Pairings aus? Zu Beginn, nachdem wir Saladin und YSG freigeschaltet haben, pairen wir diese natürlich miteinander, dass unsere einzigen wirklich vernünftigen Kommandanten am Anfang sind. Des Weiteren würde dann auch hier das Pairing wieder switchen, je nachdem, was für Kommandanten wir zur Verfügung haben. Sofern wir Alexander freigeschaltet haben, würden wir Alexander dann im Grunde genommen mit YSG pairen und hinter Saladin würden wir einfach CC, also KO-KO stecken, da er eine höhere Synergie diesbezüglich hat. Optional, das fällt jetzt nicht in meine ersten 5 Märsche rein, könnte man später zukunftsweisen auch in William investieren, da die beiden richtig, richtig gut synergieren und echt einen schönen AOE für Open Field Fighter oder auch Arc of Osiris haben. Kommandant Nummer 3, auf den ich mich fokussieren würde. Nun wird es langsam auch etwas günstiger und wir können die Kommandanten schneller fortbringen. Der nächste Kommandant, den ich wählen würde, wäre Alexander. Warum ist dem so? Alexander ist natürlich ein Kommandant, den man relativ günstig und schnell spielen kann. Er ist schon ab 5511 spielbar und das auch relativ lang. Ziemlich viele Spieler machen das. Und daher würde ich den auch als dritten Kommandant wählen, den ich dann im Grunde genommen vorbereiten würde für meine Openfield-Märsche. Des Weiteren kann man den auch wieder mit verschiedenen Kommandanten spielen. Mit Richard, mit Sun Tzu, mit YSG oder auch anderen Kommandanten ist es noch möglich, ihn zu spielen. Das heißt, man kann ihn auch beispielsweise hinter Guan Yu spielen. Also auch ein sehr flexibler Kommandant, der uns wenig kostet. Übersicht zu Alexander. Wie ihr seht, 5511 kostet uns insgesamt nur 190 goldene Köpfe, um den im Grunde genommen für uns bereitzustellen, um ihn vernünftig zu nutzen. Wie schauen sich hier die Pairings an? Wie gesagt, sobald wir den Alexander haben, pairen wir ihn dann erstmal mit YSG. Saladin geht dann über zu Saladin KOKO. KOKO macht ihr nur mit den Goldkisten, die ihr sowieso immer bekommt. Da bekommt ihr einige KOKO-Köpfe rein. Achtet darauf, dass der KO-Skill der erste auf jeden Fall gemaxt wird. Also 5 und macht den zweiten Skill nur auf 1 und schaltet die nächsten beiden frei, dass ihr die Chance habt, dass es in die hinteren Skills geht. So, das heißt, wir haben im Grunde genommen Alexander YSG und Saladin CC. Genau jetzt, also 2 komplette Märsche.
Der dritte Marsch, zu dem wir nun gehen werden, ist kein High-Damage-Dealer-Marsch, aber hilft uns auf dem Weg zu unseren 5 Obenfield-Märschen. Ich spreche von Konstantin. Konstantin wird im Mighty's Governor erscheinen und ist auch nicht uninteressant. Warum? Er ist wirklich ein relativ interessanter Support-Marsch für euch. Warum ist dem so? Zum einen reduziert er von dem Ziel, das er angreift, den Schaden um 40%. Das heißt, wenn ihr einen High-Nuker gegen euch habt und Konstantin auf ihn im Grunde seine aktive Fähigkeit aktiviert, macht er deutlich weniger Schaden. Des Weiteren supportet er alle eure Märsche drumherum, beispielsweise unseren Saladin oder auch unseren Alexander, dass diese weniger Schaden erleiden. Sehr, sehr interessant und auch ein tanky Marsch und auch ab 5-5-1-1 spielbar. Hier auch wieder die Übersicht zu Konstantin. Kostet uns wieder 190 Köpfe und wir können ihn von Anfang an eigentlich vernünftig pairen. Hier haben wir zwei Optionen. Zum einen mit Johanna, die man relativ schnell fertig bekommt, ist nur ein epischer Held. Das heißt, eine gute Möglichkeit ist, ihn auch permanent mit Johanna zu pairen. Alternativ wäre auch eine Mulan. Die Mulan kostet natürlich wieder Goldköpfe, könnt ihr auch durch die Goldschlüssel bekommen und ist ab 5-1-1-1 einsetzbar. Kommandant Nummer 4, auf den wir uns beziehen wollen. Dieser erscheint im Glücksrad und ist wirklich mit einem der größten Damage-Dealer, den wir aktuell in Rise of Kingdoms fürs Open Field haben. Guan Yu haben wir hier, sehen wir, ein sehr, sehr interessanter Kommandant, der wirklich sehr, sehr viel Schaden macht. Das Wichtigste bei ihm ist natürlich, dass die erste Fähigkeit auf jeden Fall gemaxt ist, seine aktive Nuke-Fähigkeit. Nun zur Übersicht von Guan Yu. Wie schaut es mit dem Pairing aus? Zuerst pairen wir Guan Yu mit Sun Tzu und nachdem Leonidas erschienen ist und wir Leonidas so weit gemacht haben, dass er spielbar ist, pairen wir ihn mit Leonidas permanent. Warum Leonidas das perfekte Pairing für Guan Yu ist, das schauen wir uns gleich an. Nun machen wir auch schon weiter mit dem nächsten Kommandanten. Der nächste Kommandant, den wir machen wollen, der fehlt mir auf diesem Account beispielsweise, kommt aber demnächst auch bei uns im Mighty's Governor, ist Leonidas. Leonidas ist ein Mighty's Governor Kommandant und ist das perfekte Pairing für Guan Yu. Warum ist dem so? Zum einen haben wir im Grunde genommen das Random Schild. Dieses Schild aktiviert sich random und aktiviert Guan Yus Expertise, dass er mehr Schaden verursacht. Warum ist er dennoch auch neben dem Schild sehr, sehr gut für Guan Yu? Guan Yu, durch seine aktive Fähigkeit, silenzt er andere Kommandanten. Daher wird auch diese Fähigkeit hier von Leonidas genutzt. Denn wenn das aktuelle Ziel von Stille, also Verstummen, das was Guan Yu im Grunde genommen macht, betroffen ist, dann erleidet es zusätzlich 50% Schaden. Das ist auch sehr gut aufeinander abgestimmt und deswegen passen diese Kommandanten so gut zueinander. Wie viel müssen wir in Leonidas investieren, damit er gut spielbar ist? Hier haben wir ebenfalls die Situation, dass wir 190 goldene Köpfe investieren müssen. Dann ist das schon spielbar. Leonidas ist jedoch eigentlich nur mit Guan Yu pairbar und daher ist Leonidas sehr von Guan Yu abhängig. Der letzte Kommandant bzw. die letzte Kommandantin, die wir machen müssen, damit unsere 5 Märsche komplett sind, ist Artemisia. Artemisia erweitert unser Spektrum aus sehr, sehr infanterie-heavigen Openfield-Märschen um den Archer-Marsch. Was ist der Vorteil von diesem Kommandanten im Openfield? Man kennt es eigentlich, Bogenschützen werden immer sehr gerne weggefokust im Openfield. Warum ist Artemisia dort etwas anders? Artemisia hat den Verteidigungstree und zudem einen sehr, sehr hohen Gesundheitsbonus wie auch einen Verteidigungsbonus für eure Einheiten. Dies macht den Archer-Marsch vergleichsweise relativ tanky. Des Weiteren hat sie einen wirklich schönen AOE für 3 Zieltruppen und wenn ihr sie mit beispielsweise YSG pairt, dann macht ihr wirklich sehr, sehr viel Schaden und haltet gut was aus. Wie viel müssen wir nun investieren, damit Artemisia gut spielbar ist? Hier sind auch die ersten beiden Skills im Grunde erstmal die wichtigsten, damit sie spielbar ist. Der aktive Nuke und der Stat-Bonus. Nun zur Übersicht von Artemisia. Artemisia, wie gesagt, 5511, kostet uns wieder 190 Köpfe, wird dann gepairt mit YSG. Man kann sie mit YSG gepairt lassen. Zukunftstechnisch ist irgendwann Nebukadnezar sehr, sehr interessant, da auch noch ein 5er Nuke hat. Abschließend in diesem Video möchte ich euch noch zeigen, wie jetzt unsere 5 Openfield-Märsche aussehen und wie viele goldene Köpfe wir investieren mussten. Hierfür minimieren wir einmal das Spiel und schauen uns das etwas genauer an. Hier haben wir jetzt im Grunde genommen unsere 5 Openfield-Märsche, nachdem wir im Grunde genommen all das gemacht haben, was beschrieben wurde. Wir haben zum einen Saladin mit Cao Cao, Guan Yu mit Leonidas, Alexander spielen wir in dem Fall mit Sun Tzu, Artemisia mit YSG und Konstantin mit Johanna.
Welche Vorteile hat das? Ja, wir haben diese Kommandanten zwar noch nicht Expertise gesetzt, aber wir haben 5 Märsche, die wir aktiv einsetzen können und die schon mithalten können. Natürlich, im 1 gegen 1 kann man den Guan Yu Leonidas auf 5-5-1-1 natürlich nicht mit 2 Kommandanten vergleichen, in dem Fall vielleicht sogar die gleichen, die Expertise sind. Aber ihr habt keine goldenen Köpfe verschwendet und könnt diese einfach jetzt verbessern. Das heißt, ihr sagt, okay, ich habe jetzt meine 5 Märsche und dann upgrade ich die erstmal auf Expertise. Ich gehe dann Guan Yu upgraden, ich gehe dann Leonidas upgraden, Artemisia upgraden und Alexander upgraden. Und anschließend könnt ihr immer auch sagen, okay, jetzt suche ich mir neue Kommandanten für die besseren Pairings, beispielsweise Nebukadnezar für die Artemisia. Und wenn jetzt mal alle etwas größeren Spieler unter uns nachdenken, wie viel goldene Köpfe wir schon investiert haben und ob wir schon mittlerweile 5 solide Openfield-Märsche haben, und für alle kleinen Spieler unter uns, die überlegen, welche Kommandanten soll ich machen? Ich hoffe, ihr habt jetzt einen besseren Eindruck bekommen, was könnte der Weg sein, den ich gehen könnte. Es gibt definitiv auch andere Wege, die man gehen kann, aber das wäre der Weg, den ich wählen würde. Und wie ihr seht, hat man am Ende auch schöne Openfield-Märsche am Start. So, werte Freunde, das war meine Folge hier zu den Kommandanten. Wie würde ich neu anfangen, um 5 Openfield-Märsche zu erhalten? Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Habt ihr noch Fragen oder Anmerkungen? Schreibt das gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.